und herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal mit dem Rain Simulator zusammen mit dem Aceman. Hallo. So, wir haben jetzt hier die Hütte in der letzten Folge hier gefunden und jetzt läuft hier der Hirsch rum und ich würde sagen, wir gehen jetzt auf Hirschjagd. Also, jetzt sind wir weg. Extra noch beeilt und nur einen Schluck schnell getrunken noch zwischen den Folgen. Hab ihn. Yay. Nimmst du's? Ich geh's Auto holen. Okay, ich stelle mich hier hin und hüpfe auf der Stelle. Wenn ich ihn jetzt wieder finde. Ah, hier. Hat ihn erlegt und findet ihn nicht wieder. So, ich warte hier und hüpfe hier. Bin ich ihn jetzt so ein bisschen. Wo hüpft denn der? Hier. Ah, da hinten. Links von dir. So, heute. Oh, drei. Der Hirschgeweih hat noch nice gelesen. So, wir wollten eigentlich etwas jagen in der letzten Folge und Hühnerfutter kaufen. Und dann ist uns doch aufgefallen, ach, das ist ja ein Häuschen, komm einfach mal gucken. Was in dem Häuschen drin ist, schaut euch die letzte Folge an. Und die, wo es wissen, ihr könnt es auch gerne in die Kommentare schreiben, was man da alles so Schönes findet. Ja. Wir sind jetzt hier weiterhin am Jagen. Gibt auch kleine Bäume. Wie gesagt, ihr könnt alle Bäume theoretisch fällen. Ah ne, das ist. Okay, ist nur ein Baumstumpf, okay. Drei Stückchen Fleisch tauschen wir ein gegen Hühnerfutter. Bäh. So. Morgen. So. Verkaufen. Wildfleisch und Ei. Ich habe ein Ei dabei. Hast du ein Ei dabei? Die Eier hätten wir noch mitnehmen können. Nur verkaufen einfach. 51 Dollar. So, kaufen. Ein Sack Weizen. Kannst du, glaube ich, zwei kaufen für 60? Ja, kriegen wir hin. Ja, kriegen wir hin. Lass mir noch erstmal hier liegen. Ich würde dann gleich mit dir weiterfahren zum Jagen. Ja. Gut. Haben wir noch 30. Da müssen wir nicht ausgeben, erstmal. Genau. Wir auch sparen. Und als nächstes sparen wir auf den Hahn. Dann, weil da können wir nachher das Hühnerfleisch oder Hühner verkaufen. Na, mal gucken, wie das mit dem Züchten funktioniert. Das weiß ich selber auch noch nicht. Nee, ich auch noch nicht. 250 Dollar der Hahn. Links. Da ist ein Hirsch, ich habe ihn gesehen. Und Bären hatten kein Gas noch mehr, ich roll hier nur. Bären hatten wir noch keinen gesehen und noch keinen Wolf, ne? Ansonsten hatten wir immer nur. Willst du jagen gehen? Dann warte ich hier kurz mit dem Auto. Ja, ich sehe ihn aber nicht, der war Richtung Wasser. Links von dir. Ah, ich sehe ihn. Vor dem Auto. Ich muss warten, bis sie steht. Einfacher. Ja, okay, das unzerstörbare Wasser, man kennt's. Oh, hier ist ein Trailerpark. Können wir auch mal gucken. Oh Gott, das üben wir nochmal. Ja, dafür habe ich dich ja. Ein Trailerpark, auch noch nicht gesehen. Den kenne ich auch noch nicht. Aber ich packe mal das Fleisch mit, weil wir brauchen ja noch einen Hahn. Links läuft noch einer. Gesehen. Jesus, in der Ego-Perspektive da zu schießen ist schwer. Hab ihn. Hab ihn. Du kannst mit der rechten Maustaste, wenn du die gedrückt hältst, legt er an. Ja, ich weiß. Nutze ich ja die ganze Zeit. Trailer Park. Aber erst Fleisch. Fleisch ist wichtig.
Du musst doch hier irgendwo gewesen sein. Bin ich jetzt blöd? Auf diese Frage werde ich nicht antworten. Du hast doch hier irgendwo den Hilf geschossen, oder? Ah, da! Dran vorbeigelaufen. So, gucken wir uns noch im Trailerpark um, hätte ich gesagt. So eine Art Strand-Campingplatz. Sieht auch nicht schlecht aus. Können wir hier schon mal speichern, vorsichtshalber. Hier ist ein Boot. Das wäre cool, wenn man das nachher benutzen könnte und angeln gehen könnte. Das ist ein Schlauchboot. Vorne ist noch ein Wir können uns Anleger. auch einfach mal hier kurz hinlegen, schlafen, Genau. weil in der Nacht kann man leider nicht viel machen. Aber wir haben Schön. noch 1, 2 Stunden ungefähr Zeit, Ja. weil das geht erst ab 21 Uhr. Genau. Also als wir es angespielt haben, haben wir mehr Wölfe und Bären gehabt wie Hirsche eigentlich. Nur jetzt ist es umgekehrt. Also das Ich heißt. denke mal, die Wölfe und Bäre sind nachher weiter Richtung Süden anzufinden, noch ein Stück. Dann müssen wir mal gucken, nachher gleich. Ich lege mich aber. Ach, guck mal da, wir können zusammen in einem Zelt schlafen. Ah. Guten Morgen. Hoppla, good morning, everybody. So. Einsteigen. Vorsicht. Baum. Also wenn ihr Hirsch jagen wollt, dann müsst ihr auf der Karte hier am Laden gucken und wahrscheinlich, ja, mal gucken. Machen wir noch einmal schnell das Auto leer und dann nochmal Genau. gucken. Guten Morgen. So, verkaufen. $90. Alles verkaufen. So, but eine Kühlbox wäre auch natürlich nice, ne? Aber wir sparen ja jetzt auf den Hahn. Der kostet 250 Ocken. Gut. Hühnerfutter einsammeln. Nee, wir wollen noch Bären jagen gehen. Dann gehen wir noch einmal Bären jagen. Ich könnte ja auch die Taschenlampe ausmachen. Ist ja auch Tag, ne? Maßnahme. Ich fahre mal wieder wie eine besenkte Sau. Alles gut. Bin gespannt, ob hier nachher so KI-Verkehr noch kommt oder so. Oder hier random Leute stehen, bei denen man Quests machen kann. Das wäre natürlich auch nice, ne? Boah, vielleicht irgendwie noch ein paar Nachbarschaftsfarmen oder sowas kommt. Ja. Genau. Der Tunnel. Durch den Tunnel können wir leider nicht fahren. Ich war jetzt so konzentriert, dass ich die Abfahrt verfehlt habe. Guck mal, und finde Links. natürlich dadurch ein Bär. Ja, ich gehe mal ein Stück weiter weg. Bin ja nicht des Wahnsinns. Wo ist Bin er aus den denn? Augen verloren. Ein Bär braucht. Da ist er. Ein Bär braucht ein Mann, paar ey. Schüsse mehr. Nachladen. Ich halte Wache, vorsichtshalber. Alles gut. Der Bär hat jetzt 4 Stücke gegeben, ne? Eigentlich gibt ein Bär immer 4 Stücke, ein großes, 3 kleine. Bär braucht auch ein paar Schuss mehr. Der braucht 2 bis 3, ne? Vor uns Da ist ist der noch nächste ein. Bär vor uns. Ja. Also könnt ihr euch merken, Und da wo. rechts ist noch ein Bär, sind 2, also, ne? Ja. Da ist noch einer am Zaun nachher. Lass ihn erstmal. Ja.
Ich schlag mal nach. Da kommen noch ein Bär. Zwei. Kommen noch zwei Bären. Lass sie so nah wie möglich herkommen. Ich bin noch am Nachladen. Ich hab noch zwei Schuss drin. Ich hab nachgeladen. Wo ist der nächste? Wenn, dann lass ihn herkommen, ruhig. Der steht Schön hier nah am, der ran. hängt am Baum. Der hängt Warte, am warte, Baum. warte. Ich geh ihn holen. Ach, da. Juhu. Reicht, 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 reicht. Ich muss eh nachladen. Da kommt er. Ja, ich hatte extra darauf gewartet. Haben wir jetzt hier insgesamt hinter uns ist noch Vier einer. Bären. Ja. Hoppala. Hol ihn erstmal her. So, jetzt reicht's aber. Weil das kriegen wir nicht alles weg. Nein. Ich fange schon mal an zu häuten. Ich würde sagen, das war ein erfolgreicher Tag. Ja, ich versuche mal so ein bisschen so viel wie möglich auf die Ladestation Ich lege alles zu hier direkt kriegen. hinter das Fahrzeug. Ja. Problem ist voll. Du bleibst hier, ich bin gleich wieder da. Ja. Ich lege alles mal hier vorne auf den Stein. Dann finden wir es besser. Okay, ja, du kannst ja schon mal sammeln, ich bin gleich wieder da. Genau. Das könnt ihr auch, wenn ihr zu zweit seid. Könnt einfach hingehen und sagen, okay, der eine fährt schon mal die erste Ladung weg. Und der andere sammelt alles mal zusammen, legt es auf den Haufen. Ist dann auch angenehmer. Weil ist manchmal doch schwer zu finden, obwohl man gerade erst erlegt hat. Meine ich damit? Jetzt bin ich, glaube ich, dran vorbeigelaufen. $150. Ich kauf schon mal den Gockel in weiß. So. Müssen wir unserem Gockel mal sagen, wir haben dich gerade gekauft. Der wird sich auch freuen. Wir haben einen bei uns im World of Tanks Land, der nennt sich Gockel. Ganz netter Kerl. Hier war dann noch ein Stück. Das muss ich sogar ganz nah an den Monitor ran, um zu gucken, wo es ist. Da bin ich am falschen Baum. Ich bin natürlich am falschen Baum. Ach, PC. Ich habe nichts gesehen. Also, da vorne die drei Bären sind weg. Müsste jetzt eigentlich keiner mehr da sein. Da vorne läuft noch einer. Den einen hattest du schon weggemacht, den vierten, ne? Nee, da war nur ein, zwei Stückchen haben da nur gefehlt gehabt. Der war hier hinten, ne? Ja. Ich finde ihn gerade nicht. Müsste hier dazwischen irgendwo gewesen sein. Natürlich auch wieder der Boden ist manchmal auch nicht gerade hilfreich. Ja, ich finde es aber gut. Das macht die Sache dann, okay, wo hab ich ihn jetzt erlegt? Wo liegt er jetzt wieder? Ja. Naja, gut.
Wir haben noch ein bisschen Platz im Laderaum. Da vorne läuft noch einer, aber ich will erst gucken. Ich will ja Kannst du kein mal gucken, ob Fleisch das noch. verschwenden. Nee, das ist ja richtig. Du kannst ja gucken, ob du es wiederfindest. Ich werde mich mal anpirschen gehen. Der Mal, kommt hier eh ist von gleich noch selbst. einer. Am besten, wenn ihr so mehrere habt, erschießen. Wenn die Ladefläche, also immer einen nach dem anderen zerlegen und erst verladen. Warte, bis sie da sind. Irgendwie ist das, glaube ich, gerade etwas verbuggt. Kann das sein? Keine Ich habe Ahnung. einen Bug gehabt. Der war gar nicht bei dir. Nee, ich habe so 40 Meter Todeskuss gekriegt. Cool. Ja. Abam. Komm vor, weiter geht's. Das ist das, was ich meine. Ich fände jetzt zwar, wäre cool gewesen, wenn ich jetzt aufheben könnte, weißt du? So verarzten. Aber er muss disconnecten und wiederkommen. Vielleicht ändert sich das ja noch. Ja. Das Problem ist, ich bin jetzt natürlich bei der Scheune gespawnt. Und nehme jetzt einen Fußweg auf mich. Während ich das Fleisch verlade. Ja, aber wenn du ein bisschen drehst und guckst, dann kriegst du halt ganz gut was rauf. Ja. Er muss halt jetzt einmal zu Fuß über die ganze Karte laufen. Yep. Hier steht ein Stück noch unter. Stimmt. Hier ist alles voll mit Bären. Ja, ich sag ja, der Norden ist da so ein bisschen Nordwesten. Ja, Norden ist irgendwie so Norden prädestiniert für Bären finden. Du müsstest natürlich 6 gute Ladungen wegbringen, dann könnte man sich entweder einen Anhänger kaufen, den man anbaut, Ja. um noch mehr zu transportieren, oder man spart wirklich weiter hoch und Direkt den LKW, ne? Entweder das oder ein Transporter. Ja. Schade, kriege ich nicht mehr drauf. Lass ich das mal am Stein liegen. Ja, ich habe hier wieder ein Bärchen. Da hinten liegt noch einer, wo zerlegt werden muss. Ich fahre mal schnell zum Laden. Könntest du eventuell, wenn was noch abfällt, Munition kaufen? Ja, kann ich machen. Fahre ich auch richtig, ja. Grafikfehler. Okay, ich bin auch irgendwo wieder gefahren. Alles gut. Wow, bei der passenden Musik fahre ich wieder den Baum. Also. Also liegt es ja nicht doch nicht nur an mir. Alles gut, ich bin erst einmal wieder am Baum gefahren. Ja. Ich habe den Hahn fast überfahren. Uah! Ich mich gerade erschrocken. Deswegen. Wer? Also. Nur eine halbe Tankfüllung noch. Ich glaube, wir geben zu viel Gas mit dem Teilchen. Ist mir Hilfe. Ist mir Kannst du Hilfe. bitte? Ja. Ich habe Ich brauche vergessen, Munition zu kaufen. Munition. Ich brauche Munition. Mi. It's me, Bitte. it's Mario. Ja, bitte. Ja, ohne Munition ist schlecht. Ich habe keine mehr. Ich werde hier von Bären gejagt. Wo bist du da? Hinter dir. Was für ein Bär? Hinter dir ist kein Bär. Ach, nicht mehr. Gut, dann ist er schon wieder weggelaufen.
Das, wenn, näher holen Sie doch ran. Da am Stein liegt noch, ne? Und hier liegt auch noch. Ja, ich habe eben gerade schon noch den einen. Ja, den bin ich gerade dabei. Den hatte ich gerade gemacht, den Bären hier. Na, ist der andere gekommen? Ja. Ich hab noch 15 Schuss. Oh, jetzt wird es mal eine längere Folge. Warum? Wir haben schon 20 Minuten auf der Uhr. Oh, dann machen wir Oh, heute etwas die länger. Tut fünfte mir Folge ist leid. länger. Yay. Wir machen hier noch die Ladung voll, fahren dann den Hahn und das Getreide auf den Hof. Ich habe unterwegs auch noch einen Bären getötet, den müssen wir vielleicht auch noch einsammeln. Also Okay. den du jetzt getötet hast, den holen wir jetzt noch. Der hier vorne liegt. Ja, der andere kommt gefährlich nahe. Du kannst jetzt. Okay, er kommt Da schon. ist er. Nah genug? Ich glaube, das war nah genug. Er wimmert und bei der Musik, also. Naja, aber ich muss sagen, die Beeren sehen auch schön aus. Die gefallen mir optisch auch gut. Kriegen wir den noch da rein? Nicht den ganzen. Nicht den ganzen. Ja, vielleicht ein paar kleine Stückchen noch. Ah, ich habe natürlich ein großes erwischt. Ich würde sagen, wir sind voll. Lass uns die mal hier vorne zur Straße bringen, die zwei Stück, drei Stückchen noch. Weil die lassen sich dann eventuell besser einsammeln als. Vor allem, man sieht es auch besser. Wo waren das jetzt? Ist schwer aus den Augen verloren. Nein. Der war doch eben. Egal, ich werde alt. Nach was? So. Ich bin ja auch vom Charakter her alt. Also passt das. Jung und dynamisch. Man wird nicht älter, man wird nur reifer und die Spielzeuge größer. Juhu. So. Also fahren wir jetzt schön zurück, laden um und holen noch Munition und dann ist der Abfahrt. Diese Abfahrt. Kannst ja, weiß ich gar nicht, wie viel wir jetzt haben. Wir haben 342 Dollar. Oha. Ich kaufe zweimal Munition. Dann könntest du noch zwei Hennen mitnehmen oder so. Weil acht gehen ja rein, mit dem Hahn nur noch sieben, vier, drei haben wir, mit zwei macht fünf. Oh. Hühnerstall aufbauen. Und machen wir noch einmal einmal Weizen. Sack Weizen, zwei Hennen und zweimal Munition. 80. 180, ja, reicht. Stahleimer. Anhänger kostet 600 Dollar. Ja, aber den können wir uns noch nicht leisten. Nee. Haben wir 210 Dollar im Einkaufswagen. Manueller Schwe ah, cool, man kann sogar Wurst machen. Ja, aber da brauchen wir eine Küche. Also, ich habe zweimal Huhn, zweimal Munition und einen Sack Weizen. Jawohl, hört sich gut an. Aber. Dann am Bushäuschen könnt ihr übrigens auch mal speichern. Solltet ihr regelmäßig machen. So, dreimal Futter, Munition. Hast du Habe ich beide? schon alles aufgesammelt? Alles aufgesammelt, sehr schön. Müsste bei dir auch gelistet sein, hoffe ich mal. Ja, ich habe 53 Schuss jetzt. Dann ist irgendwas gut. So, dann fahren wir das Ganze mal schön wieder auf unsere Ranch. Man Könnt ihr fängt euch freuen, natürlich. heute etwas längere Folge, 25 Minuten oder 26. Aber schade, wir haben keinen Platz mehr. Aber ich finde die Hühner einfach cool. Die Roboterhühner.
Mega. Naja, aber Ja. ich muss die irgendwie transportieren können. Ne? Ich finde das nicht so verkehrt. Nee. So, und voll in die Eisen langsam drüber Ding. fahren. Ihr seht, wir sind langsam drüber gefahren, trotzdem sind wir einen Meter gesprungen. Mit dem Hintern. Ja. Ich habe gehört, kann auch zum Tode führen. Kann ich mich nicht so äußern. Haben wir noch keine Erfahrung damit gesammelt. Sehr schön. Rückwärts eingeparkt. Können wir die noch hier die Hühner rauslassen? Ich fütter schon mal die Hühner. Und freuen die sich. Da gehen halt einfach drei Sack Hühnerfutter rein, ne? Locker flockig. Wusste doch, es sind immer ein paar Hühner. Häufen mehr. Da haben wir wie viele Hühner jetzt? 1, 2, 3, 4, Zwei weiße, drei 5, gelbe. 6 Ne, und ja. Huhn. Weiß gar nicht, drei weiße haben wir, ne? Drei Drei gelbe weiße. und ein Goggle. Der macht den Gockel. Gockel, macht den Gockel. So, mit dem Spruch verabschieden wir euch von uns heute. Mit dieser kleinen Aufnahmesession gibt es heute eine längere Folge. Und ich sage wieder danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, liken, kommentieren. Wir freuen uns auch wieder über die Kommentare. Und ich sage Tschüss mit dem Lieben. Basement. Ciao. Bitte.